Willkommen zurück zu Freedom. Endlich mal wieder ein normales Level. Man sieht Level 16. Beziehungsweise sind wir jetzt auch hier irgendwo, wo auch immer, da. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen: Let's have fun. So. Vor allen Dingen endlich mal wieder eine normale Map. Und ich merke gerade, ich muss den Kamera durchsetzen. Na, sollte schon fast reichen. Okay. Sieht sehr stylisch aus. Oh. Was? Hä? Wie war's denn? Hallo? Na super. Ich glaube, ich werde nicht geliebt. Was? War hallo von wo denn? Ach da! Ist das hier dunkel? Ich habe schon verstanden, ja. Na, hallo? Ach, Mann, Alter, ich. Ah. Ach Gott. Verliert man, bin ich einigermaßen sicher. Ja. Alter, ganz schön verwinkelt hier die ganze Kacke.
Hab vollkommen vergessen, dass die Freedom Maps ja auch bei den normalen Maps etwas schwerer sind als jetzt Vanilla Bean. So, der ist da hinten. Den kann ich einfach mal hier erwecken. Na komm, Treiber. So geht's auch. Wow. Der muss ja da. So, jetzt schon rauslocken, damit ich ihn auch wieder angreifen kann. In dem Gebüsch zu kämpfen ist nämlich relativ schlecht. Hallo! Komm her! So, mehrere. Ach, da war der. Hat er jetzt auch noch weiter. Geht's denn hier lang? Kommst du? Da geht's auch nicht so lang. Eine Lappe! Viele hier einfach sind, ey, ist ja. Schon nicht mehr normal. So, the question is, was mache ich mit diesen komischen Spinnen? Eigentlich ist ja das hier relativ effizient gegen die. Die haben sich erstmal gegenseitig erledigt. Soll ich mal wieder gern. Sehr schön. So. Ist ja das so verwinkelt. Hallo? Aha. Was? Also. Ah. Okay. Oh Gott. Können Sie sich nicht einfach gegenseitig fertig machen? Wow, ich kann auch noch genau dagegen. Ausweichen sollte man, wenn man es nicht kann, einfach mal unterlassen. Kann sein, dass die auf diese Fläche nicht rauf können oder so? Irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die da irgendwie, ich sag jetzt mal, ein bisschen verhindert sind. Oh ja, die können echt nicht rauf. Ist natürlich von Vorteil, so kann ich die angreifen, ohne dass sie mir in die Nähe kommen, also in meine Nähe kommen können. Boah, Alter, allerdings sind das einfach so viele, da kannst du ja gar nicht irgendwo angreifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Get. So, was ist hier? Oh! Stimmt, da haben wir gerade ein bisschen was gebraucht. So, achso, ich muss hier wieder. Ja, eben. Ich muss da wieder auf. So. Ah, Gott, so viel macht das ja am dümmsten. Oh nein, ich mach wieder hier. Wenn sie sich gesättigt fertig machen, das wäre so schön. Ich will schneller fertig machen. Gut, ich versuche mal einen Frontalangriff. Fuck! Ach man ey. Diese Kacke hier ist ja schon wieder richtig scheiße. Gut, dann mach ich erstmal die weg. Komm ich gar nicht ran. Mann! Wo denn? Oh! Was? Keine Chance. Ja, leck mich. So. Hätte man es auch geklärt? So. Wieder ein etwas sicherer Bereich. Ach, hier bin ich jetzt. Ah, nice. Gut, dann habe ich ja direkt hier so einen kleinen Übergang. Also ich muss die Fischer da loswerden. Das ist ja, das wird so nichts. Problem ist halt nur, die sind so scheiße schnell. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich wollte ja gerade Schaden bekommen. Ist hier noch einer? Ah, ist das langwierig. Aber die ersten Köpfe langsam ab. Sehr schön. Aber jetzt noch ein Imp, kann das sein? Der war doch gerade so ein roter Feuerball. Ich kriege gleich eine Krise. So, kommst du erstmal her und wo ist das andere Ding? Ach, hinten. Ach komm, pack mal.
Alter, von wo denn? Jetzt reicht so lang da wieder. God damn it. Na komm her. Genau. Holy moly, what the bitch. So, gelb. Wo ist gelb? Ah, hier war gelb. Hä, hey, das ist genau die Tür, wo ich... Ah doch, das ist genau die Tür. Da muss ich jetzt woanders lang? Ich frage jetzt nur vor... Achso, hier kann ich wieder rauf. Aha, jetzt ist auch noch gelb. Mann, ey. Hallo? Die da. So. Geht sehr ab, als wenn hier was im Angebot wäre. Brauchte ich zwar noch nicht, aber kam ich leider auch nicht dran vorbei. Was? Und warum müssen wir immer weiter rein teleportieren? Stop. Bullshit. Ja klar, den will ich natürlich langlaufen. Ist das hässlich. Hallo? Ja, kann es leider ein bisschen dauern, aber ja. Wenn die hier nur so nach und nach reinspawnen, dann ist natürlich. Muss man natürlich warten. So, ich höre keine mehr. Ich hoffe, das war's. Ja, das war eine Verschwindung. So, beinahe erwischt. Lol, beinahe erwischt. Gut. Ja, das war schon krass. Los, Kavan! Jawohl, es hat geklappt! Sehr schön. So, es gibt hier wohl drei Secrets. Mach ich nicht. Oh Gott. Was macht. Ja, jetzt reicht's mir langsam. Okay. Danke. God damn it. Hallo. So.
So. Na komm. Was denn? Rein. Sehr schön. Nein, das da. Gut, ist Kreuz aufgeladen. Hä? Achso. Jetzt habe ich die blaue Karte. Ach da. Mit der kann ich jetzt hier rein. Willst du was? Hier komm. Fuck you. So, jetzt. Vielleicht auch mal noch eine blaue Rüstung. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Secrets. Die Frage ist nur, wo. Wir werden irgendwie noch ein bisschen ablaufen. Ich kann mal gucken, ob wir hier was finden. So, also ein paar Sachen sehen da hier schon sehr secretreich aus. Grüne Rüstung. Ha. Also wenn dann richtig. Vor allem ist das auch kein Secret. Ich suche eher sowas wie ein Secret. Zum Beispiel das da oben. Sieht mir sehr nach einem Secret aus. Problem ist mittlerweile wieder voll. Wo waren die denn da draußen mit Krach, ey? Kann ich hier runter? Nee, kann ich auch nicht. Wow. Na gut, jetzt kann ich da runter. Ah, da kann ich auch nicht hin. Ha! Also hier sollen drei Secrets sein. Ist ja interessant. Ich wäre froh, wenn ich schon eins finde hier. Ja, hier waren wir ja bereits. Goddammit, wo soll denn hier das Secret sein? Brrr.
Gibt's hier auch was Secrets oder tun wir jetzt hier nur so? Du? Na mal. Soll ich also gucken, ob das hier wirklich das Ziel ist? Ne, ist natürlich kein Ziel. Muss ich das jetzt verstehen oder war das eher nur so als Spaß gedacht? Ich dachte, das war das Exit. War also nicht. Dann wäre damit die nächste Frage. Also diese Sonne ist ja hier. Nein. Dann wäre damit die nächste Frage. Wo zur fucking Hölle ist das Exit? Da hinten ist die Tür, da waren wir auch bereits, aber da kommen wir nicht weiter. Da oben die Tür. Wie kommen wir da hin? Ansonsten ist da hinten irgendwas passiert. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und da oben ist auf jeden Fall irgendwas, da müssen wir also hin. Fisch irgendwas oder bin ich jetzt einfach nur ja, weiß nicht. Hier fehlt ein schwarzer Strich, hier geht es wahrscheinlich auch noch irgendwo weiter. Ah! Oh, okay, also noch mal ein Secret. Aber immer noch nicht, wo wir hin müssen. Das ist traurig, soweit. Hä? Wie haben wir denn deine Secret gerade geöffnet? Bin ich jetzt behindert? Ach so. Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall sind alle Gegner tot. Ich kann mir doch mal die Küche krallen. Das macht hier keinen Sinn. Ach mal, hallo? Jetzt bescheuert? Also hier steht ganz eindeutig Exit dran. Aber irgendwie ist sie kein Exit. Sowas von keinen Sinn. Ja, wie gesagt, da hinten ist eine Geheimtür, die da oben in der Luft schwebt. Wie wir da hinkommen, keine Ahnung. Ansonsten...
Ist das hier, wie vermutet, auch noch ein Geheimnis, wo wir nicht hinkommen? So, hier soll wohl irgendwas sein, eine Treppe? Okay. Kommen wir aber auch nicht hin, hatte ich ja vorhin auch schon probiert gehabt. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Also entweder habe ich hier irgendwas komplett übersehen oder hier ist etwas komplett komisch. Hier soll man gar nicht hin. Hier findest du sogar die Texturen. Also ist das definitiv kein Ort, wo man hin soll. Okay, wisst ihr was? Die Map ist damit jetzt erstmal abgeschlossen. Ich werde diese Map aber nochmal in Vanilla Doom probieren. Mal gucken, vielleicht haut irgendwas mit Z-Doom nicht hin. In dem Sinne, ja, betrachte ich die Map erstmal als abgeschlossen, weil wir haben alle Gegner getötet. Wir waren bereits in einem Raum, der Exit heißt. Also, ja. Change Map. Map 17. Müsste das denn ja sein. So. Das wäre damit die nächste Map. Genau, wir waren gerade in 16. So, und dann probieren wir mal diese Dekta-Bumster hier mal, wie gesagt, mit Vanilla tun. Da werdet ihr jetzt wahrscheinlich das Hub nicht sehen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. So. Crispy Doom. Beziehungsweise machen wir Crispy Doom. Machen wir Vanilla Doom. Komm, wir machen Vanilla Doom. Was wollen wir denn da? Quatsch doch nicht. Na komm, wir machen Crispy Doom. Pack auf. Ich hoffe, das passt jetzt auch mit dem Video. Nicht, dass jetzt hier die Auflösung ändert. Quatsch doch nicht. Okay, pack auf. Ja, doch. Dachte schon, ich schütze mir die Aufnahme ab. Gut, dann, wie gesagt, ID Clef 16. IDDQD, IDFA und jetzt rocken wir hier mal.
Welche Karte haben wir jetzt? Oder gibt's hier wieder rein? Da lang, genau. Jetzt geht's hier wieder hoch. So, jetzt sind wir hier irgendwann. So, das hier. Danke. Ja, ich wundere mich jetzt ein bisschen lauter. Weil hier natürlich die Song-Erstellung nicht eingestellt. Also doch, wie vermutet, das war irgendwas, was im Set nicht funktioniert hat. Das am Ende, das war dieser Kopf, der auch bei der 32. Map von Vanilla Doom ist. Dieser von John Carmack oder von John Romero, einer von den beiden. Ja, und der Kopf, der ist ja wie gesagt explodiert, das sind auch diese vielen Feuerbälle. Und in dem Moment hätte die Map eigentlich enden sollen. Nur leider hat das irgendwie im Set Doom nicht ganz funktioniert, beziehungsweise respektiv in GZ Doom. Ja. Heißt also, wir wären schon längst raus gewesen aus der Map. Okay, gut zu wissen. Das war's auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Eigentlich sind die gesamten Maps jetzt relativ lang geworden. Dabei mal schauen, das geht eine halbe Stunde. 40 Minuten auch wieder. Ja, komm. Wie gesagt, heißt also, ich werde wahrscheinlich jetzt pro Tag eine Folge hochgeladen haben. Das heißt also, ich werde denn jetzt anfangen denn mit Mindklonen Let's Play. Ja, in dem Sinne, ja, werden wir dann bei meinem neuen Minecraft-Server, wie angekündigt, der ist halt nicht neu aufgesetzt, dann ein bisschen Spaß haben. Wir werden komplett neu anfangen mit dem neuen Rolex-Account auf der neuen Map. Mit dem Unterschied zu damals, ich habe jetzt wirklich noch gar nichts. Also wir fangen wirklich komplett bei Zero an. Und werden uns dann schon eine schöne Gegend suchen, da dann alles, ja, bebauen und dann, ja, werden wir dann sehen. In dem Sinne, schau mit V.